Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV zum 20. GPL-Spieltag. Wow, wenn wir das hier gleich hinter uns haben, kann ich sagen, es kommen nur noch zwei. Das ist wenig. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach fast vorbei und es sieht momentan echt gut für uns aus. Wir sind auf dem ersten Platz mit einem Punkt, beziehungsweise mit einem Sieg Vorsprung. Das ist allerhand. Das hätte ich nicht erwartet und es kann aber noch alles schief gehen jetzt in diesen nächsten drei Spieltagen, gar keine Frage. Ich rufe immer zur Bescheidenheit auf und ja, trotzdem wollen wir natürlich heute versuchen zu gewinnen und zwar mit diesem Team hier. So, Teambuilding könnt ihr wie immer gerne vorher angucken, wenn euch interessiert, was ich hier genau für einen Plan ausgeheckt habe. Ansonsten verliere ich da jetzt nicht mehr viel Worte zu, außer dass es vielleicht ein cooles Team geworden ist, auf das ich mich echt freue und ja, heute ein bisschen mehr Teambuilding-Poker betrieben habe als sonst, würde ich mal sagen. Oh, jetzt müssen wir uns noch über die Musik kümmern. Was nehme ich da? Da habe ich jetzt tatsächlich echt nicht drüber nachgedacht, was man denn nehmen könnte. Ich glaube, es wird nochmal Zeit für so ein Samantha-Ding. Ja, das machen wir, weil für die letzten zwei Kämpfe weiß ich schon, was ich nehme. Deswegen, wir rocken jetzt nochmal Samantha 2. Kampf beginnen. Und jetzt bin ich verdammt gespannt, was Mo eingepackt hat. Habe ich Mo überhaupt schon vorgestellt? Habe ich schon gesagt, dass wir gegen Mo spielen? Ich bin so aufgeregt gerade. Ja. Okay. Da ist das Team. Ich habe 5 von 6 richtig und Rotom habe ich ungefähr zu... Ja, also ich habe es nicht erwartet. Klar bin ich da einigermaßen drauf eingestellt, sage ich mal. Aber ich hätte mir gewünscht, ich glaube auch, dass ich das im Team mir gesagt habe, dass es nicht mitkommt. Das ist eigentlich bei allen Sachen so, die ich nicht erwarte, weil man auf wie bereitet man sich natürlich automatisch ein bisschen weniger vor. Rotom ist offensiv nicht schlecht gegen mich, aber ja, Zygarde kann jetzt zum Beispiel mit den 1000 Pfeilen richtig fiesen Scheiß machen. Was hat er denn jetzt nicht mit, was ich predicted habe? Roserade. Ja, genau. Ja, auf da habe ich mich ja sehr drauf vorbereitet. Aus gutem Grund, wie ich nach wie vor finde. Ja, aber dieses gegnerische Setup zwingt uns eigentlich dazu, mit Bisaflor zu lieben, denn alles andere kann gegen Rotom hier den kürzeren ziehen. Wenn er ja, der Hidden Power spielt mit einem Scarf, dann weint auch Zygarde. Das heißt, ja, ich muss leider mit Bisaflor anfangen. Und ich glaube auch, dass es sich hier durchaus um Scarf Rotom oder um Scarf Nidoking handeln wird. Ja, ich glaube nicht, dass er nochmal Terrakion mit einem Scarf spielt. Und ja, ich habe meine Auswahl getroffen und drücke auf OK. Und dann wünsche ich euch und auch natürlich dem lieben Mo viel Spaß mit diesem 20. GPL-Kampf. Oh, das ist so eine hohe Zahl. Ja, okay, dann... Ich bin irgendwie aufgerichter als sonst, Leute. Was soll ich machen? Ja, übrigens schon mal Entschuldigung im Voraus, falls ich jetzt zwischendurch mal ein bisschen niese oder schniefe oder so. Todesnuss, okay, da haben wir auf jeden Fall mit Bisaflor einen ganz guten Lied erwischt, würde ich mal behaupten. Ja, wie gesagt, sorry dafür, weil die Pollen machen mich momentan echt K.O. Und jetzt seht ihr hier, Bisaflor hat auch eine Blüte oben. Es könnte sein, dass ich sofort in einen Niesanfall verfalle. Ja, was macht die Todesnuss? Die Todesnuss kriegt natürlich von der Hidden Power Fire richtig auf die Marmel. Ja, wir sind auch schneller. Das heißt, es wird die Todesnuss reichen. Und einen richtig guten Switch-In hat er dafür nicht. Ja, gut, Kime. Aber Kime kommt nicht in Bisaflor rein. Ich glaube, ich muss hier gar nicht mit Egelsamen oder irgendwie sowas machen. Ich kann hier einfach ganz straight für den Power Fire gehen. Ja. Ich glaube, das kann ich machen. Ich glaube, das muss ich auch machen. Das ist mein Play. Gut. Kraftreserve. Go. Ich verrate natürlich dann schon relativ viel über meinen Bisaflor, aber ich glaube, das war offensichtlich, aber das ist halt der große Nachteil an Frostelka. Das ist eigentlich so ein cooles Pokémon, aber in so einem Verbreitungsmeter leidet das einfach unter Kraftreserven. Das ist einfach so. Ja, was mich jetzt sehr freuen würde, wäre ein Voltwechsel. Und das ist wahnsinnig viel Schaden. Okay, da sind die Tarnsteine. Das ist okay, die Pressure an mein Team nicht so sehr. Ich habe 3-mal eine Resistenz und keinmal eine Schwäche dabei. Das ist also vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, hier kann ich jetzt einfach auf den Gigasauger gehen. Der sollte auf der Range eigentlich reichen. Und dann kriegt er keinen richtig freien Switch. Aber warum sollte er sich vor Stelka aufbewahren? Warum sollte er das tun? Ich gehe auf den Gigasauger. Ich glaube nicht, dass er sich vor Stelka aufbewahrt. Denn
Okay, er tut es. Das Ding ist so langsam, eigentlich kriegt er das nicht mehr voll. Er hat eigentlich nichts dabei, womit, was er da reinwechseln kann. Womit er das hochheilen kann. Okay, Rotom. Offenlegung. Ofenlegung. Die. Okay, alles klar. Was mache ich jetzt gegen Rotom? Ich denke mal, er wird jetzt entweder. Was macht er? Er kann mich nicht tricken. Er kann. Das Schlimmste, was er machen kann, ist nämlich anzünden. Und ich glaube, in dem Fall ist einfach. Die beste Idee, die ich habe, auf den Egelsamen zu gehen. Jo. Und wenn er Momentum holt, kriegt irgendetwas Egelsamen ab. Das ist ja das Schöne daran. Das ist der Vorteil daran, dass Roserade nicht dabei ist. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was das Rotom hier für eins ist. Ich habe jetzt noch nicht in die Kais geschaut, um mal anhand meines Gigasaugerschadens jetzt rauszufinden, wie das Ding investiert sein könnte, aber. Das sieht mir so aus, als hätte es ein bisschen KP, oder? Okay. Heißt, wir haben jetzt die Chance, dass irgendetwas Egelsamen abbekommt. Und da er auch noch keinen Magiespiegel-Nutzer hat, Absolut ist er noch nicht entwickelt, sollte das auch passieren. Ich denke mal, kommt jetzt die Nuss rein? Ich weiß es nicht. Oh, Nidoking könnte auch kommen. Das pressuret mich halt tatsächlich mit am besten, glaube ich, im Gegnerteam. Aber Bisaflor, ey. Ich hab gesagt, das Ding ist todesekelhaft gegen ihn. Es ist wirklich richtig gut. Aber, ja. Deswegen habe ich halt, ich habe jedes Set irgendwie gesucht, was Bisaflor wehtun kann. Und ich hoffe, dass ich alles gefunden habe. In der Hinrunde hatte er sich dieses richtig coole Spiegelcape Gastrodon da überlegt mit dem Wärterhalter. Das war so gut. Das habe ich leider nicht ganz zu Ende predicted, sonst wäre ich da ein bisschen besser aufgestellt gewesen. Ich hatte dann ein bisschen Glück in der Hinrunde, muss ich leider gestehen. Denn ich habe eine 50-50 verloren, habe dann aber aus Ausgleich halt den Crit bekommen, der sonst meinem Bisaflor das Leben gekostet hätte. Und Bisaflor hat dann halt richtig Terror noch gemacht. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, erzähle ich jetzt einfach so ein paar Anekdoten hier. Und das Match wäre ganz anders gelaufen, er hätte das durchaus gewinnen können, deswegen drücke ich ihm heute besonders die Daumen. Vor allem, weil er ein super sympathischer Typ ist. Der ist immer gut drauf. Wirklich, ich weiß ja nicht, also ich hoffe, dass ihr seine, ja, er sackt Vostaker. Ich hoffe ja, dass ihr seine Battles guckt und ihr werdet sehen, der Junge ist immer gut drauf. So, wir kriegen ein bisschen live zurück, das könnte auch reichen. Ah, selbst wenn es nicht gereicht hätte, das ist eigentlich egal. Wir kriegen jetzt ein bisschen Leben wieder, sind nicht ganz voll, aber sind noch sehr gesund. Und er hat jetzt im Prinzip die Tarnscheine getradet für ein komplettes Vostaker. Und Vostaker ist ein Switch-In in Zygarde. Jetzt hat er nur noch Kapukine dafür, die das ein bisschen schlechter macht als Vostaker. Und die aber viele Aufgaben übernehmen muss. Die muss auch Kickli übernehmen und Impagator. Das heißt, alles Gewicht der Welt, beziehungsweise alles Gewicht dieses Kampfes lastet jetzt auf Kapukine. Das heißt, wenn es mir gelingt, das Ding ordentlich reinzuluren und anzuchippen, kann ich ihn eventuell überwältigen. Das könnte funktionieren. Das war auf jeden Fall so mein Gameplan. Deswegen hätte ich hier gerne mit was anderem geleadet als mit Bisaflor, eben um Kapukime möglichst früh schon reinzuluren, weil Kapukime auch das Pokémon ist, auf das ich Jirachi reinbringen wollte, um dann die Egelsamen zu legen. Ja, er lässt sich wieder viel Zeit. Er steht jetzt halt auch einfach vor einem dicken, fetten Problem. Was könnte er jetzt am besten machen? Rotom, Irrlicht. So, aber was bringt ihm das unterm Strich? Nicht mega viel. Ein bisschen Chip-Damage, aber dann muss er halt wieder in meinen Bisaflor irgendwas reinwechseln, weil, ja, die Egelsamen werden mir dieses 1v1 gewinnen. Gegen Rotom. Normalerweise, Rotom kann ja kein Setup und das Einzige, was der haben könnte, wäre halt irgendwie eine Kraftreserve Flug oder Psycho oder sowas und das wird nicht genug machen. Deswegen Psycho-Beißer. Ja, da ist Absol. Absol kriegt halt viel von dem Gigadrain rein und ich bin maximal physisch defensiv. Er kann mich ohne Boost mit einem Zen-Headbutt nicht two-hitten. Das heißt, ich muss hier eigentlich auf den Gigasauger gehen. Gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Ist nicht besonders spannend, Leute, ich weiß. Aber ich muss. Und ich werde es tun. Ja.
Bin ich mal gespannt, ob er hier direkt draufhaut oder ob er sich was richtig Cooles hat einfallen lassen gegen dieser Floor. Also wenn er es jetzt einfach mit Absol nur chippen möchte. Okay, Zen-Kopfstoß. Flinch wäre blöd, aber selbst das sollten wir noch hinbekommen. Ja, seht ihr, das ist... aushaltbar. Ich muss jetzt auf die Synthese gehen. Der Flint ist doof, aber das ist okay. Da wollen wir noch nicht drüber jammern. Denn wir kriegen ja noch Zen Headbutt, können wir noch nehmen. Und müssen das auch. Visaflor ist halt nicht nur etwas, was das gegnerische Team terrorisiert. Es ist auch einfach das Pokémon, was mir gegen seine Offense hilft. Denn die ist sau gut gegen mich ansonsten. Also wenn Visaflor überwunden ist, auch das hat man im Hinrundenkampf gemerkt, wenn man ein bisschen weiter gedacht hätte. Auch das ist nicht so schön. Komm schon, Visaflor. Gut. Ja, es tut mir auch leid, dass ich das jetzt machen muss, aber ich bin halt hier, um Spaß zu haben und zu gewinnen. Und Gewinnen bringt zumindest für mich halt Spaß mit sich, deswegen, ich muss hier einfach safe spielen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Es ist nur die Frage, ich glaube, ich muss jetzt für den Gigasauger gehen. Ich kann mich natürlich gegen Synthesen, aber wenn er dann mal einen Crit oder noch einen Flinch bekommt, wird das schwer, vor allem, wenn das jetzt passiert. Mit dem Gigasauger habe ich so einen Spagat aus beidem. Wenn ich Visaflor hier jetzt ungünstig verlieren sollte, dann habe ich das absolut wenigstens angechippt und ich mache ihm guten Chip. Ich mache ihm wirklich guten Chip. Und da ist der Miss. Ja. Der macht sich jetzt natürlich besonders gut, da ich jetzt richtig fit bin. Ja, das ist blöd, das tut mir leid. Ich meine, manche werden jetzt argumentieren, ja, er hat ja den Flinch, aber ich glaube, ihr seht es ja, ich bin jetzt fast voll, er ist fast down. Das war nicht even, das war wirklich nicht even, das tut mir echt leid. Warum dodgen meine Pokémon ständig? Was? Oh. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe da wirklich keine Lust drauf. Das tut mir leid. Das tut mir einfach nur leid. Ich meine, ich bin jetzt mal ganz kurz kalt und objektiv und emotionslos. Er ist gerade in einem Verzweiflungsplay gewesen. Ihr habt ja gesehen, Absol verliert das 1v1 gegen Visaflor. Und deswegen hat er es hier reingebracht, um es zu chippen, weil sonst hat sein Team ein Problem. So, aber Visaflor gewinnt das eigentlich nicht so eindeutig. Das geht nur, wenn zweimal eine Attacke daneben geht. Oh, und das ist ärgerlich. Das gefällt mir halt auch nicht, weil da kommt der Klingensturm. Ja, das macht keinen Spaß. Natürlich macht das keinen Spaß. Weil, ja, ich versuche jetzt einfach, guck mal, ich tilte jetzt schon fast wegen eigenen Hacks. Ich versuche jetzt einfach kurz mich zu beruhigen und jetzt mal zu überlegen. Also was kann ich machen? Ich kann hier auf den Gigasauger gehen. Ich kann Visaflor, sag ich schon, ich kann Nidoking da, glaube ich, mit 2 hitten. Schauen wir mal kurz nach. Nidoking. Wo haben wir es denn? Da. Nein, nicht ganz. Das ist nicht ganz ein 2-Hit. Aber ich kann auf jeden Fall gegenhalten mit dem Gigatrain. Ich kann sogar das 1v1 gewinnen, da ich nicht angechippt bin. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Ich kann natürlich jetzt auf die Egelsamen gehen und dann einen Wechsel machen. Das würde sich nur lohnen, wenn das Bisaflor halt auch... warum sag ich schon nicht Bisaflor? Wenn das Nidoking auch ein Warschal zum Beispiel hat. Was nicht ausgeschlossen ist. Und zwar, der Wechsel wäre dann natürlich in Slimog, weil... Slimog brauche ich eigentlich echt nur für Nidoking. Er kann noch ein bisschen was machen gegen Rotom und Kapu Kim, aber auch nicht richtig viel. Ich glaube, ich möchte aber trotzdem einfach mal für einen Gigasauger gehen. Ich kann natürlich auch die Synthese machen. Das ist wahrscheinlich sogar noch besser, weil er haut mir jetzt so 50 bis 60 Schaden rein und dann kriege ich nicht ganz so viel. Aber kriege ich halt auch keinen Chip auf Nidoking, der gut wäre. Aber ich sehe halt anhand des Schadens, ob es ein Lebenorb ist oder nicht. Ich gehe auf die Synthese. Ist assi, aber so bin ich. Okay, er geht auf die Schlammwoge. Und wenn es richtig viel Schaden macht, das ist schwer einzuschätzen. Nein, das sollte kein Lebenorb sein. Nein, nein, nein. Der macht safe über 50%. Das ist, glaube ich, Scarf. Oder irgendwie eine physische oder Mixed-Variante. Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube... Das war jetzt aber genau richtig, auf Synthese zu gehen. Ich gehe jetzt auf die Egelsamen. Und, holy shit. Ich habe gesagt, Visaflor ist gut, aber...
Es ist nicht. Okay, jetzt hat er Slimog predicted. Es ist tatsächlich eventuell doch live. Er kann nicht mal eine Low Roll bekommen haben. Oder habe ich ihn mit einem mäßigen gerechnet? Ja, ich habe mit mäßig gerechnet. Okay, dann ist es live Optimid. Ja. Bedeutet aber auch tatsächlich, dass ich dieses 1v1 wahrscheinlich gewinne. Wenn ich jetzt einfach nochmal auf die Synthese gehe, was ich tun werde. Oh, das tut mir so leid. Das ist gerade einfach. Das ist ein scheiß Gestall gerade, ja. Er hat. Geht hier nochmal. Hat wieder Slimog predicted. Ja, und jetzt bin ich etwas fitter als gerade. Bedeutet, jetzt kann ich auf die Gigasaurier gehen. Wow, Visaflor. Meine Fresse. Warum bist du gerade so gut? Ich glaube aber, ihm fehlt einfach auch die Offense. Wenn man jetzt nach rechts guckt, ich weiß nicht, was er machen wollte, aber Visaflor ist gerade nichts Außergewöhnliches. Das ist ein ganz simples physisch defensives Visaflor und es macht einfach Todeswork. Oh Mann. Jetzt geht er auf die Schlammwoge, die macht natürlich mehr Damage. Könnte mich eventuell. Oh, das ist eine höhere Roll gewesen. Das ist okay, die hat er sich verdient. Und zusammen mit den Egelsamen sollte ich jetzt tatsächlich. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Ja, das wird verdammt knapp. Das wird eine Roll. Ich hätte noch mal eine Arschloch-Synthese machen können, aber so gefällt mir das auch ein bisschen besser, ein bisschen aggressiver zu spielen. Ja, ich kann es einfach auf die Synthese gehen, aber ich kann auch auf Slimog jetzt gehen. Dann habe ich immer noch ein halbes Visaflor. Und das kann ich gegen Kime noch gut gebrauchen. Ich glaube, Slimog ist jetzt genau das, was ich machen muss. Er kann das mit Eckkräfte machen, dann verliere ich halt mein Slimog. Aber es ist okay. Slimog war nicht ultra wichtig. Ich glaube, er muss auf die Schlammbuhe gehen, weil er weiß, dass das seine einzige Chance ist, Visaflor jetzt gerade auszunocken. Okay. Endlich passiert hier mal was auf meiner Seite. Das ist schön, das freut mich. Gift-Pokémon Nummer 2 kommt rein. Und wenn er auf die Schlammwoge geht, dann... Yeah. Tut er. Gut. Richtig predicted. Und die macht nicht so viel, auch wenn wir keine Offensivweste tragen. Aber wir kriegen jetzt sogar noch ein bisschen Egelsamen zurück. Und deswegen liebe ich Egelsamen. Schöne Attacke. Ja, wird er sich in Nidoking aufbewahren? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, egal was er macht, ich gehe auf die Verfolgung. Was bringt der rein? Eigentlich Vostelka oder den Ofen? Ich gehe auf die Verfolgung. Er ruft sogar zurück. Yay! Okay, jetzt wird das Game gerade ein bisschen hübscher. Das ist schön. Und Nidoking ist weg. Das freut mich. Das freut mich. Oh, wow, Visaflor, du bist so... Visaflor hat nicht mal speziell defensives Investment. Ja, gut doch, okay. 4 EVs. 4. Leute, draftet Visaflor. Es ist sehr gut. Oh, Gott, macht mich das gerade wieder fertig. Visaflor hätte eigentlich, ja, wenn Absol die ganzen Zen-Headbutts getroffen hätte, er hätte jedes Mal sogar auch eine Chance auf einen Crit und einen Flinch gehabt. Ja, das war einfach nur ärgerlich. War es. Und das ist scheiße, weil ich mich dann, ja, was heißt, ich muss mich nach dem Kampf rechtfertigen. Nein, ich kann nichts dafür. Aber ich würde natürlich auch Game also komplett ohne Hex gewinnen. In den letzten zwei Games waren ja auch zwei Kleinigkeiten dabei, glaube ich zumindest. So, da kommt Rasch Tierblatt. Okay, die Nicknames sind aber mehr als on point. Ja, okay, Visaflor ist eigentlich mein Switch-In, aber ist gerade auf Hälfte live. Kann Slimog ein Hit leben? Ich glaube, es ist unerheblich. Ich glaube, ich brauche Slimog nicht mehr. Ich kann was machen, ja. Aber alles andere, was ich habe, ist, glaube ich, wichtiger. Bedeutet, ich gehe jetzt, glaube ich, auf meinen Spezialmove. Ich kalk auch gar nicht. Wenn er jetzt auf das Erdbeben geht oder sowas, soll er machen. Ich gehe jetzt auf meinen Spezialmove. Und ich erwarte eigentlich immer noch einen Z-Stein-User. Schauen wir mal. Wenn er dadurch kein Damage-Item hat, könnte ich eventuell was nehmen. Ah, Erdbeben wird knapp. Wir haben Max-HP, ja, alles gut. Aber Slimog ist nicht das... Oh, das ist viel Schaden. Das ging sehr schnell. Kein Spezialmove, der übrigens Memento Mori war. Ja, könnte das Walban sein? Jetzt gucke ich eben in die Kalks. Ich meine, vielleicht killt ihr auch ein Scarf. Scarf Terrakium schon. Da schauen wir mal. Oh ja, ich glaube, das tut es. Ja, das tut es.
Knapp mit 101%. Ich hätte es. Nein, hätte ich nicht. Nee, das passt. Obwohl, nee, oh, das ist ein. Ich habe noch ein Walbern drin. Ich wurscht. Nein, das hat ein Damage-Item. Das hat ein Damage-Item. Es hat kein Leben-Orb. Das heißt, das muss Band sein. Ich guck noch eben ganz schnell nochmal, was ist, wenn er hier die Earthplate hat. Ich mache jetzt einfach mal Adamant Soft Sand. Das könnte er sein, dann ist es ein Roll, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist Band. Ich glaube, das ist ein Banded Terrakium. Ja. Bedeutet, ich kann jetzt wahrscheinlich in meinen Seigert gehen und Damage machen. Und dann kriege ich endlich, hoffentlich, Kapukima rein. So, Seigert. Sei ich, was du kannst, mein Schätzchen. Oh. Das sollte Band sein. Das sollte eigentlich. Es sei denn, ich habe gerade richtig scheiße gewonnen und hatte doch keine KP auf meinem Slimebook. Aber ich habe es 1000 Mal gecheckt. sollte Band sein. Ich gehe jetzt auf die 1000 Pfeile. Apropos 1000 Mal. Und gucken, wenn er jetzt wechselt. Ja, das ist ein Banded Terrakium. Bedeutet, ich muss unbedingt. Da kommt die Kehrschelle. Das ist Fini. Ich gehe sofort in Jirachi. Ja, und natürlich gucken wir uns vorher noch den Schaden an. Aber ich muss gleich versuchen, Bisaflor irgendwie wieder fit zu bekommen. Das könnte gegen dieses Fini gleich klappen, aber. Boah, das ist viel. Das könnte so. Es ist, glaube ich, nicht ganz voll defensiv. Also physisch defensiv. Das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ich glaube, ich habe eine Chance, das schon zu gewinnen. Ich glaube, ich habe wirklich eine Chance, das zu gewinnen. Und zwar, wenn ich das Ding jetzt so doll anhaue, dass ich dancen kann mit meinem Impagator. Aber ich will auch nicht greedy werden. Das macht keinen Sinn. Wir werden nicht greedy. Er hat jetzt noch ein Terrakium mit einem Band. Ein Rotom wahrscheinlich mit dem Scarf, würde ich schätzen. Und dieses Fini. Wenn wir das auf 50% bekommen, kann Impagator das aus dem Weg räumen, wenn er einen Schwertanz macht. Ja, ich gehe in Jirachi. Ich bleibe bei meinem Plan. Ich kann sogar mit dem Wish Bisaflor wieder reinholen. Ich bleibe ganz safe bei meinem Plan. Und bin mehr als gespannt, was jetzt passiert. Er überlegt anscheinend noch. Ich habe mich nämlich schon... Bitte kein DC. Alles nur das nicht. Ich will heute echt keinen. Vor allen Dingen, das jetzt nachzustellen, wäre der Horror. Das wäre es einfach. Ja. Ja, Jirachi hat gegen den Naturzorn halt auch, wie gesagt, den Wunschtraum drauf. Damit wir uns da wieder hier hochheilen können. Gucken, ob es direkt predicted hat. Ja, oh, er hat es tatsächlich predicted mit einem Double. Aber hat er auch... Ja, es könnte sein, dass er Jirachi predicted hat. Okay. So, jetzt befinde ich mich in einer Situation, die unangenehm ist. Ja, das ist sie. Die ist unangenehm. Wenn er Overheat macht durch den Drop, überlebt mein Bisaflor dann. So, Rotom Heat. Wo habe ich dich in den Kalks? Komm her. Ja, wir gehen jetzt erstmal von dem Bulkigen aus. Overheat. Ja, okay, er killt mich. Also Bisaflor ist kein Switchin. Bedeutet, ich habe hier kein Switchin. Ich muss predicten. Er kann sich das relativ einfach machen, Anführungsstrichen, indem er einfach auf das Irrlicht geht. Überlebt Jirachi einen Overheat? Das ist das nächste, was wir gucken. Rotom, ich glaube nicht. Auch wenn wir sehr defensiv sind, ich glaube nicht. Es Scarf, Overheat. Das wird schwierig. Also ich nehme an, dass es Scarf Overheat ist. Nee. Das ist eine Roll. Zwar in meinem Gunsten, aber die. Ja, nee, mit den Rocks nicht mehr. Es ist in seinem Gunsten, aber immer noch eine Roll. Ich brauche aber. Brauche ich Jirachi noch? Das ist die große Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. YOLO. YOLO, ich gehe auf die Kehrtwende. Oh mein Gott, das wird... Er geht auf den Hitzekoller. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist einfach nicht wahr. Und nicht fair. Das ist... In keiner Dimension der Welt ist das fair.
Das tut mir leid, Mo. Ja, Matchup war in meinem Gunsten. Uns fehlte vielleicht auch eine Antwort gegen Bisaflor, aber diese scheiß Hacks sind so behindert. Warum macht mich das gerade mad? Okay, er ist auf Overheat gegangen. Bedeutet, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Scarf ist und gehe jetzt in meinen Imperator. Oh Mann, ey, es tut mir so leid. Das ist so scheiße. Das ist einfach... Pokémon ist eine Bitch. Pokémon ist eine Bitch. Das ist so. Was soll ich machen, Leute? Ey. Ja gut. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ein Scarf-Rotom ist. Jetzt kann ich schön Schwertanz machen. Yeah. Da kommt Kime rein und die Rückkehr kann reichen. Muss nicht. Kann aber. Kann halt auch Anti-Setup haben. Alles möglich, alles drin. Er hat das gerade auch so mit so einem schönen Double in den Ofen halt. Er hat das so gut gemacht gerade. Ich habe mich entschieden, hier Jirachi zu opfern. Sehr wahrscheinlich zu opfern. Hätte es mit der Overprediction. Hätte das hier nur für mich irgendwie gut funktioniert. Und der Nachteil ist jetzt, dass ich halt nicht safe weiß, dass es Scarf ist. Wow, ein kleiner Nachteil hat das für mich jetzt auch. Aber. Es suckt. Pokémon suckt. Ich höre auf nach diesem Kampf. Ich mache nie wieder Battles. Nie wieder. Aber eventuell können wir jetzt sofort mit Imperator noch ein paar coole Sachen machen. Je nachdem, wofür er sich jetzt entscheidet. Aber diese Hacks, die sind so blöd. Ich meine, was wäre jetzt... Ich hätte sowieso Free Setup bekommen, glaube ich. Ja, ich glaube... Ja, guck mal, er hätte meinen Jirachi halt gekillt. So... Rotom steht da, ist auf minus 2. Ich hätte halt gesehen, ob es Scarf ist oder nicht. Je nachdem hätte ich halt Seigard reingebracht. Für das hatte er halt irgendwie nicht mehr richtig Switch-Ins. Ja, er macht einfach nochmal gut Schaden. Komm, bitte kritte mich. Lol, das ist safe ein Crit, oder? Was? Okay, dann könnte es... Nee, Quatsch. Ich hab grade schon irgendwie im Kopf gehabt, dass er schon den Drop hat, aber hatte er gar nicht. Bedeutet, was mache ich jetzt? Reicht eine Wasserdüse? Ja, müsste. Ich gehe... Gehe ich auf eine Wasserdüse? Kann halt Fini reinbringen, was mir egal. Ich gehe auf eine Wasserdüse. Mann. Ja, komm schon. Er ruft zurück. Hätte direkt auf die Rückkehr gehen können, klar, aber... Die kann jetzt reichen. Sollte sie sogar. Ziemlich sicher. Die sollte jetzt ziemlich sicher reichen. Er kann schneller sein als ich, wenn er plus Initiative spielt, ja. Aber dann fehlt ihm halt Bulk. Das könnte erklären, warum er doch relativ viel Schaden bekommt von meinen physischen Angreifern. Wow, Nebelfeld ist sogar weg. Komm, mach Siedewasser und verbrenn mich. So, ich gehe auf die Rückkehr, gucken, ob ich schneller bin. Ich bin, wie gesagt, nur ein Hartes. Tatsächlich bin ich schneller. Und das sollte dann GG sein. Der Crit hat nicht gemellert. Beruhigt euch. Hat er nicht. Warum ist Pokémon so eine Bitch? Warum? Jetzt hat er halt zwei Pokémon mit der Wasserschwäche. Ich habe plus zwei Imperator mit Leben, Orb, hartem Wesen und der Wasserdüse, der beide One-Hitten sollte. Zumindest habe ich mir das so ausgekalkt. Mit Kalgon. Ich hasse mich dafür, dass ich diesen Witz gerade gemacht habe. Tut mir leid, Leute. Like, jeder, der das Video hier gerade ohne Socken guckt, like bitte. Ich habe nämlich gerade auch keine Socken an. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht. Das wird auch wieder so ein Analyse-Kommentar. Der wird ein bisschen länger. Und super schwammig, weil diese Misses im Early, also die waren halt so früh, dass sich daraus ein komplett anderes Game ergeben hätte. Aber... Ich hatte hier trotzdem ein gutes Matchup, weil es fehlte, glaube ich, so echt die Power gegen Bisaflor. Das hat man, glaube ich, gesehen. Ja, Wasserdüse go. Und mir auch gerade egal, ob die reicht oder nicht. Das sollte sie eigentlich tun. Und ja, tut sie. Schön. Er hatte halt in der Hinrunde schon so Pech gegen mich. Und das ist super ärgerlich. Und ich glaube, ich gehe euch gerade hart auf den Sack mit diesen ganzen Entschuldigungen. Ich habe halt schon öfter gesehen, dass wenn sich Leute entschuldigen, dass die Leute dafür auch kritisiert werden. Und das ist vielleicht jetzt das perfekte Video, dazu mal mein Statement abzugeben. Ich finde, das gehört zum guten Ton. Also ich verlange das jetzt nicht von meinem Gegner. So, jetzt gucken wir mal. Jo, okay, ist dicht. Ich verlange das nicht von meinem Gegner, aber ich werde es selber immer tun. Das ist meine Art.
Ich kann euch das sofort nochmal ausführlicher sagen. Ich habe gewonnen. 5-0. Ja. Was soll ich dazu sagen, außer gut gespielt? Das darf ich, glaube ich, behaupten. Ja, du hast gut gespielt, Mo. Und sorry. Sorry dafür. Das hätte ein etwas sexigeres Video sein können. Ja gut, ich werde mich sofort mal mit dem Mo natürlich unterhalten, aber vielleicht jetzt nochmal kurz, um das Thema gerade einmal zu Ende zu führen. Pokémon ist so, ja. Pokémon ist eine Bitch. Wie ich es gerade mehrmals gesagt habe, es ist eine richtige Bitch. Ungefähr so eine Bitch wie der riesenhafte Trecker, der natürlich ausgerechnet jetzt an meinem Fenster vorbeifahren muss. Die Sache ist einfach, oft kann man halt bei Pokémon schon sehen, yo, normalerweise wird das Game sofort so und so ausgehen und das könnte noch passieren und ist wahrscheinlich eher eine Tendenz zu diesem Spieler. Und wenn dann Hex kommt, verlagert sich das natürlich. Und das ist gut so, weil sonst wäre Pokémon komplett vorausschaubar. Aber man muss dann auch einfach einsehen, wenn man zum Beispiel mal gewonnen hat und Hex hatte, dass es eventuell auch daran lag. Einfach nur, damit der Gegner halt auch respektiert wird. Ich sehe das so oft, dass die Leute echt Hex haben, wo ich sagen würde, yo, die waren krass. Und die danach sagen, ja, hat aber nicht gemattert, weil hier ist die Rechnung und da. Aber die vergessen halt immer, und das versuche ich halt auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass sich aus sowas halt komplett andere Games ergeben. Und dass man zum Beispiel, wenn man Pokémon mal früher besiegt, denen halt auch die Chance auf einen Crit nimmt. Was ist, wenn Absol mich eben nochmal geflincht hätte, als ich die Synthese rausgehauen habe? Dann hätte Bisafur eventuell verloren, ohne dass Absol überhaupt nur Chip-Damage bekommen hätte. Ja, wäre dann Hex für ihn gewesen, klar. Da können wir uns dann alle drüber beschweren. Aber eigentlich hätte er wenigstens noch ein bisschen mehr Schaden drauf bekommen. Dann hätte Nidoking mich mehr gepressert. Bisafur hat sogar Nidoking im One, wie man besiegt. Das wäre dann auch nicht passiert. Und wie ich schon im Teambuilding gesagt habe, für Nidoking hätte ich nicht so viele Antworten gehabt. Klar hätte ich dann Slymog abgeworfen, natürlich. Ich hätte dann einfach Egesamen gemacht, Slymog rein oder sowas. Wäre irgendwo auf dasselbe hinausgekommen. Keine Frage, irgendwo hätte ich meinen Bisafur sicherlich gegen Nidoking safen können. Aber zu einem höheren Preis. Zu einem viel, viel höheren Preis. 5-0 spiegelt dieses Match nicht wieder. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass ich gerade auch nicht zu salty rüberkomme. Aber wie gesagt, ich finde, es gehört einfach dazu, dem Gegner halt auch noch trotzdem eine Chance zu gestehen. Auch wenn man sagt, hey, ich habe jetzt hier gerade Hex gehabt, aber ich habe mal nachgerechnet, bla 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 bla. Das ist so komplex und man kennt halt auch nie die kompletten Sets. Deswegen frage ich mich auch immer, wie Leute im Live-Commentary dann immer schon sagen können, oh, warum hast du das gemacht oder warum hat das gemeldet oder den Play verstehe ich nicht. Ich glaube, das sind alles Dinge, über die man sich erst nach dem Game unterhalten kann. Über die kann man zum Beispiel auch in einem Analyse-Kommentar schreiben, den ihr wie immer unter diesem Video findet, angepinnt. Der ist ein bisschen länger, wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen salzhaltiger, so wie jetzt mein Abschied gerade auch. Aber klar waren da gerade gute Züge dabei. Ich habe ja nicht scheiße gespielt. Nein, natürlich nicht. Aber richtig toll war der Kampf nicht. Für mich. Ob er euch gefallen hat, das dürft ihr mir gerne verraten in den Kommentaren. Da können wir uns wie immer drüber unterhalten. Ich hoffe natürlich, dass ihr euren Spaß hattet. Und schaut auf jeden Fall auch bei Mo vorbei. Lasst ihm auf jeden Fall ganz liebe Grüße da. Und nächste Woche stehen wir schon dem sehr, sehr lieben Sui gegenüber, den ich sehr lieb gewonnen habe. Und da freue ich mich richtig drauf. Das ist wieder ein cooles Matchup, weil Sui hat ein richtig geiles Team. Ein Team, was ich fast 1-1 so aufspielen würde. Und dann kommt noch Glaber und dann ist die fucking GPL vorbei. Ich glaube, ich weiß es gerade nicht sicher, die Leute haben mir gesagt, wenn ich jetzt gegen Blacklink gewinne, bin ich safe Dritter. Ja. Es könnte sein. Ich habe das jetzt selber nicht nachgerechnet, so sehr interessiert mich das nämlich tatsächlich auch momentan noch nicht. Ich will jetzt einfach gewinnen und dann gucken, ob ich am Ende Erster bin. Ja, wäre dann schön. Wenn nicht, ist das so. Hauptsache, ich habe coole Games. Heute war es leider ein bisschen bitter. Und der Abspann ist viel zu lange. Viel, viel, viel zu lange. Ihr seid jetzt entlassen. Danke fürs Zuhören. Und ihr könnt mir ja mal vielleicht auch bei der Gelegenheit mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das, was ich eben gesagt habe? Sollte man sich für Hex entschuldigen? Ja, wenn ihr halt im Hinterkopf behaltet, was ich da meinte, also auch den Gegner damit noch zu respektieren, ja. So, bla. Aber ich wollte eigentlich schon vor 5 Minuten aufhören zu labern. Ich tue das jetzt einfach mal. Indem ich einfach mitten im Satz... War nur ein Scherz, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt scharf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.